Hallo zusammen, hier ist der Harry. Ja, nun werde ich euch auch mal mein Weihnachtsvideo vorstellen. Und ich sag mal, ein kleiner Rückblick für dieses Jahr. Was hatten wir dieses Jahr? Ich sag mal, draußen, das hat jeder miterlebt, war doch alles ein bisschen sehr eingeschränkt. Ja, wir hoffen ja wahrscheinlich alle mal, dass das im nächsten Jahr sich irgendwo mal ein bisschen bessert. Aber lasst uns mal abwarten. Ja, auf den Modellbahnsektor. Ich sag mal hier in meinem Falle, ich will hoffen, ich habe euch mit vielen Filmen dieses Jahr ein bisschen unterhalten können. Ihr habt ein paar Infos mitnehmen können, hoffe ich. Und auch so die Vorstellung immer der Wagen, Lokomotiven und so weiter. Dass dann jeder mal irgendwas damit anfangen konnte, falls er irgendwie, ja ich sag mal, das selber anschaffen möchte. Für den heutigen Tag, beziehungsweise ich sag mal für den Heiligabend, habe ich euch zwei Weihnachtszüge aufgestellt. Sowohl draußen als im Modell zwei sehr, sehr seltene Züge. Und zwar einmal, ich habe beide schon mal gezeigt, aber ich sag mal nicht in diesem Fall jetzt so zusammen. Im ersten Fall handelt es sich um den TUI Express. Das war ein Ferienzug, ich sag mal so ab 1978, der einige Jahre gelaufen ist. Und dazu den sogenannten 83er Rheingold. Das heißt wiederum, beide Züge sind so auch in der gleichen Epoche und Zeit gefahren. Zu den Modellen selber. Der TUI Express, das sind Wagen in Original 1 zu 87. Ein bisschen gemischt von LS Models, ACME. Und auf dem anderen Gleis steht dann der komplette Rheingold 1983 von ADE. Ne, auch in Original 1 zu 87, aber das weiß ja wahrscheinlich bis heute jeder, den hat es, also den gibt es bis heute nicht mehr. Ne, und ebenso sind beide Züge, ich sag mal im Grunde, schwerstens zu bekommen. Und wenn die dann hier ihre Runden drehen, so als schöner Weihnachtsfilm, dann will ich hoffen, dass es irgendwo ein bisschen Spaß macht. Auf der anderen Seite möchte ich mich noch in diesem Jahr bei allen bedanken, die meine Filme geschaut haben. Die auch Spaß daran hatten. Ich sag mal, tolle, tolle Leute dabei. Ich sag mal, fast alle Leute, außer jetzt die, ich sag mal, aus dem Ausland her, die ich jetzt persönlich nicht kenne oder auch so nicht kenne. Alle Leute, ich sag mal, tolle Menschen, gibt's nichts, muss man so sagen. Das sieht man ja an den Kommentaren und ich sag mal auch das, was man eventuell mal schreibt. Mit einigen ist ja sogar E-Mail-Verkehr vorhanden. Ja, das ist eigentlich so das, was ich noch kurz sagen wollte. Dann wünsche ich euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleibt vor allen Dingen alle gesund. So, dann mal viel Spaß mit dem Weihnachtsvideo TUI Express und Rheingold 1983.
So, und wie gewohnt, nochmal als kleine Nahaufnahme, eine 110 Bügelfalte von Roco. Und jetzt die TUI Ferien-Expresswagen. Wie gesagt, gemischt aus LS-Models, ACME und einem Sonderset von Hobby Train. So, eine 103 von Roco und alle Rheingoldwagen von Ade. Dieser spezielle Rheingold ist ja zu erkennen an dem orangen Streifen in der Mitte. So, ich will hoffen, das hat euch gefallen und wie gesagt, ich wünsche euch eine schöne Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt alle gesund!